Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Ein weiteres Video. Und das beginnt heute in Selin. Das sind gute 13 Kilometer von Binz bis hierhin. Der Radweg ist ja völlig unspektakulär. Und auch nicht immer so toll zu fahren. Für meine Verhältnisse. Ich spreche immer nur für mein persönliches Empfinden. So, aber jetzt zu den tollen Sachen. Selin, man kommt rein und hat direkt hier so ein Spaßbad. Oh, Brücke, Moment. Oh, ja, schaffe ich noch. Ja, hier ist irgendwie so ein Spaßbad mit Rutschenturm und Saunalandschaft und was weiß ich nicht alles. Dahinter wieder diese klassischen Häuser, beziehungsweise sind ja Neubauten, aber im klassischen Rügenstil gebaut. Und in die Richtung fahre ich jetzt auch erstmal. Hier so das Zentrum ist klassisch. Noch so ein paar ältere Gebäude, die teilweise als Museumshäuschen dienen, eine Töpferei. Geschäfte und Hotels. Ich fahre jetzt erstmal weiter Richtung Seebrücke. Hier sind ja schon viele schöne Häuser, aber das für mich persönlich sticht hervor. Also hier in den Wald hinein ist jetzt beschrieben Richtung Hotel Seeschloss, Hotel Bernstein und katholische Kirche. Dann werde ich doch da mal hochfahren. Wieder mein geliebtes Kopfsteinpflaster, aber Hotel Seeschloss hat man vielleicht eine tolle Aussicht. Also die Zufahrt zu so einem Hotel stelle ich mir definitiv anders vor. Und ganz schön steil. Hier. Und wenn man den Berg hochgekommen ist, man hier diese echt schöne Kirche. Und wenn man an der Kirche vorbeifährt, sieht es so aus, als wenn man da gleich einen perfekten Ausblick hat. Puh, entschuldigt, dass ich so japse. Man wird nicht jünger. Und gefühlt werden die Berge mit jedem Altersjahr steiler. Oh ja, Aussicht, definitiv. So. Ihr seid sofort wieder dabei. Ich muss euch mal kurz beiseite packen. Und so sieht das Ganze aus, wenn man jetzt hier runterschaut. Hat doch schon fast was von Karibik. Dort geht es Richtung Seebrücke. Aber das kann ich ja gleich noch machen. Aber nicht hier runter, das ist nicht so meins. Aber die Aussicht ist die Strampelei auf jeden Fall wert. Das ist doch mal eine sagenhafte Aussicht. Und ganz ehrlich, wenn man ein Hotel nimmt, dann doch direkt hier, oder? Hotel mit Aussicht, würde ich sagen. Wird seinen Preis haben, gar keine Frage. Aber dann lieber nur eine Woche, wenn es machbar ist, und dann mit so einer Aussicht. Und jetzt schaue ich mal, wie ich da runterkomme ohne Treppen. Wahrscheinlich nervt es euch, aber ich finde es so genial, dass ich mir das Ganze von hier auch nochmal antun muss. Zu Info, 1906 ist das hier vom Wohltätigkeitsverein eingeweiht worden, diese Seebrücke mit dem Gebäude. Alles Weitere müsst ihr dann online schauen, wenn euch das noch interessiert. Hier kann man nur sehen, wie sie 1906 aussah. Und
Und so sah es schon in den 30er Jahren aus. Okay, jetzt muss ich gerade erstmal schauen. Ich dachte, man muss da durch das Gebäude, aber man geht hier rechts nebenher, um auf den niederen Teil der Seebrücke zu kommen. Und da geht es dann weiter. Wisst ihr, was der Vorteil ist bei so einem Wetter auf einer Seebrücke? Man ist allein. Da oben war ich vorhin. Dann mit dem Rad da runter, da lang, um dann hier drauf zu kommen. Ich stehe jetzt mal vor der Kamera, so mit dem Mikro geschützt. Ich hoffe, dann geht das mit dem Wind hier. Aber die Küste hier ist klasse. Jetzt sieht man schon mal so ein bisschen von dieser Wasserverdrängung und natürlich auch die Wellen, die drauf einschlagen. Wie es so langsam abtaucht. Aber ganz ehrlich, Leute, erstens muss ich auf Toilette, zweitens zieht es hier wie Hecht und mir ist kalt. Und ihr seht ja, wie es jetzt aussieht, und gleich ist es ganz unten mit den Scheiben und mehr auch nicht. So, jetzt bin ich wieder oben von der Seebrücke. Kaum Wind und deutlich wärmer gefühlt. Also diese Ostseebäder sind ja teils schon echt beeindruckend, wenn man das so sieht hier. Gibt immer schönere, weniger schöne. Aber jetzt hier auf Rügen speziell bin ich echt schwer begeistert. Bis auf das viele Kopfsteinpflaster. Da bin ich optisch sehr von angetan, aber so mit dem Rad ist echt eine Qual. Und so mittendrin zwischen diesen ganzen Prachtbauten steht hier so ein nordisches Blockhaus von 1905 mit vielen finnischen Stilelementen. In den Giebelbereichen ganz besonders die Rosettenornamente und die Midgard-Schlangen, die man schön sieht, wie sie links und rechts vom Giebel auslaufen. Die sollen das Böse vom Haus fernhalten. Und nein, sowas weiß ich nicht auswendig, das stand hier. Ja, ich bin jetzt hier angekommen am Seefahrerhaus Selin, ein Museum. Und das schaue ich mir einfach mal an. Ist mir gerade so nach. Ja, klein, aber fein. Hier im oberen Teil ist nochmal so eine Sonderausstellung Fossilien. Also das Museum kann man schon empfehlen. Ihr habt ja gemerkt, ich habe da jetzt nicht wer weiß wie viel rumgequatscht, weil es halt ja auch immer so da drin. Und ich finde das persönlich auch als störend. Aber der Großteil ist so aus privaten Sammlungen. Es kostet keinen Eintritt, fand ich auch schon mal toll. Und ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Man kann auch eine Spende hinterlassen, wenn man möchte. Ich habe da jetzt so eine Kleinigkeit abgegeben. Und danach geht ihr hinter dem Haus runter und kommt dann unten auf diesen herrlichen Weg direkt ans Wasser. Und zwar direkt hier zum Hafen Selin, was gerade im Bau ist. Umbau oder Neubau, ich kann es euch nicht sagen. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich jetzt durch Selin so ziemlich durch, glaube ich. Hier bin ich
in den Ort reingekommen. Und ja, jetzt bin ich an dem gleichen Punkt wieder. Das heißt, hier endet dieses Video und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Ecke mehr hier zu sehen. Das ist halt dann so. Aber alles, was ich schön fand und gesehen habe, habe ich euch gezeigt. Und ja, das war's dann. Macht's gut, euer Markus.